Ja, moin Leute und willkommen zurück hier bei It Takes Two, immer noch im Winter Wonderland. Und wieder mit dabei natürlich der liebe Hiski und wir tauchen jetzt ein. Guten Tag. Ich bin Delfin. Ja, hat er gesagt, dive deep, ne? Oh. Genau. Oh, was? Oh, man kann hier rausgucken, ne? Das ist das Wohnzimmer. Aha, geil. Das ist echt geil. Falsche Richtung. Also, von da sind wir gekommen. Okay. Ja, Orientierungssinn ist bei mir nicht so at its best. Oh, das ist ja nichts Neues. Nö, genau. What is that machine? I think it's right under the bist du nah? Oder auch nicht. Oh ja. What is this place? I don't know. It's huge. Okay, yeah, of course. Hola, over here. Oh, great. Here we go. Okay, I tell them. They're delighted you came all this way to repair their candy factory. Say what again? You see those generators over there? Repair them, and the sweet candy will flow again. I see. Okay. So, don't tell me. We're just gonna bring the sweetness back into our relationship. Of course! Without sweetness, our relationship will die! Yeah, right. Just throw us some sweets and we'll cancel the divorce. Sweetness comes in many forms. Man, when was the last time you thanked Cody for taking care of everything in your home? When have you shown May some appreciation for working overtime to support the family? Huh? 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 Well, there was that time when, you know... Mm-hmm. Exactly. Now, turn on the candy production and make the sweetness flow again! Es gehören immer zwei Seiten dazu, ne? Ja. Definitiv. Oh, I get it. The lighthouse is the candy factory. If we repair the generator, lol, okay, das ist ja cool. Ich würde sagen, wie geht das mit dem linken lang? Note to self. Oh, I can see some shadow moving down there. Ah, okay, du bist ganz woanders hin. Alles klar. Ich glaube, wir müssen erstmal die Leitung befreien. Okay. Wo war dazu? No. Wie ein Delfin. Autsch. Okay, da kommt man aber nicht. Passiert nichts. Oh ja. Yeah. All frozen up here. Contrast is fascinating. Ach, da ist das Ding. Musst du also machen, okay. Muss der Schiene... Oh, lol. Ich bin einfach nur straight der Schiene gefolgt. Du findest ein Piratenschiff. Kommt man da wieder rauf? Ich hätte jetzt ihr gesagt, ne? Ah, scheint so, ja. Also ich kann mich hier reinsetzen. Und dann nicht wahrscheinlich... Ah, warte. Und dann? Ach, du kannst sie selber wegschießen. Ja. Na dann.
Ich weiß aber nicht, welche Sinnhaftigkeit es haben kann soll. Kann ich die Truhe öffnen? Oh. Ah. A pirate I was meant to be. Trim the sails and roam the sea. Ich komme hinterher. Und. Flunsch. Gibt es denn so ein indirektes Rennen, wenn man die durch die ganzen Ringe hier. Ah! Er ist dran. Hallo. Na dann. Grüne Ringe geben Boost, okay. Gelben Kontrollpunkte, um mehr eine Runde zu verwenden. Okay. Ready? Set! Catch you later! Here comes the Iceman! Mhm. Ja, es ist cool, dass die denn verschwinden. Was, die Grünen? Mhm. Oh, lol. Die sind für mich dann weg. Ah, ja. Gott, wie schnell sind die denn, die anderen? Holy shit! Du bist schon gar nicht mehr unter Kontrolle hier, ey. Oh ja. Gab's nicht irgendwie die Tastenkombination, wie man da auf dem Boost drin hatte? Du kannst ja immer Shift zu spammen, ist echt nervig. Ah, wirklich, wirklich nervig. Ja, zu. Oh Gott. Oh Gott, Alter, was geht denn jetzt ab hier? Gute Frage, nächste Frage. Okay. Ist das hier Best of Five oder was ist das hier? Drei Runden einfach nur. Ach so. Oh. Komm schon. 33,19. Deine Bestzeit war 33,10, also hast du in der Theorie gewonnen. Ja, von der Bestzeit her hast du gewonnen, aber von den drei Runden habe ich gewonnen. Ach, ne, ist doch fair. Okay. Jo. Hier kamen wir her, ne? Ja. Mm. Dann müssen wir ins andere Loch da hinten. Direkt mit dem Piratenschiff. Geronimo. Da musst du mir das Türchen aufmachen. Ich wollte das Gätchen sagen, aber Gätchen wäre ja total. Ne, nicht hier rein, nicht hier rein. Oben, oben drauf. Nein, nicht da. Genau oben drauf. Genau. Dankeschön. Oh mein Gott. Oh, kannst du noch irgendwas machen? Ich glaube, du kannst irgendwie. Oh mein Gott. Hier? Oh mein Gott. Ja, bitte, meine, ich muss darauf. Und jetzt muss ich auf die andere Seite. Nee, das ist nicht der. Oder? Nee. Warum muss ich über die. Wäre auch seltsam, wenn ich darüber müsste. Ja, hier kommen wir auch nicht weiter. Oh mein Gott, du musst das umdrehen. Du musst nach oben schwimmen. Oh hey, mate! Try turning it around! Was ist denn mit mir, ne? Ich fahr doch dann die Lava. Ah, nee, okay. Noch nicht hoch, noch nicht so. Noch nicht. Wieder runter. Nein! Andere Richtung, dankeschön. Erstmal ins andere Loch. Also nach, von dir aus nach links. Oh,
Alter, wieso ist die Kamera an sich denn jetzt so beschissen hier? Gute Frage, nächste Frage. Ich sehe das gar nicht. Keine Maus kann ich auch kaum bewegen. Genau, immer weiter. Ich muss zum erstmal zum anderen. Nicht das andere. Nächster Eingang. Nee, falsche Richtung. Genau das da hinten. Genau. Und jetzt musst du es umdrehen. Also muss er zum 100, ne, das mitnehmen und aber um über die Kuppel rüber. Hey, this thing's got an underside too. So, und jetzt einmal 180 Grad über die Kuppel rüber. Statt um die Kuppel. Also oben drüber statt dran vorbei. Aber es, genau. Du musst das ganze Ding nämlich drehen. Mhm. Oh Gott, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Jetzt musst du nämlich auf die andere Seite. Und du musst es doch wieder mitnehmen, genau. Du musst das Ding jetzt wieder so mitnehmen, dass ich auf die andere Seite komme. Genau. Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Steuerung jetzt nicht so leicht ist. Es ist... Warte. So, bin drauf und jetzt, von dir aus nach links schwimmen mit dem Ding. Und ein bisschen nach unten. Genau, jetzt einfach noch unten. Unten schwimmen. Unten. Ja, es geht nicht. Und, also, wenn ich S drücke, ist das in meine Steuerung Richtung. Drücken. Steuerung. Deswegen ist das so ein bisschen... Mit Steuerung kommst du nach unten, genau. Ist das so gerade so ein bisschen komisch. Anrichtung bitte, Anrichtung schwimmen. Anrichtung schwimmen. Hä? Genau. Mit Steuerung kommst du nach unten, mit Leertaste kommst du nach oben. So, Netzsteuerung drücken. Stopp. Genau. Noch ein bisschen. Dankeschön. Oh. Ja, okay. Puh. Und lass die Flüssigkeit fließen. So. Okay. Warum hattest du gerade eine Animation bei mir, als wärst du ins Wasser gesprungen? Keine Ahnung. Ui, ich rutsche. Gott, das war Nummer 1 von 3. Das heißt, es müsste... Ah, jetzt ist offen hier. So, dann nehmen wir die mittlere. Also grün oder blau, bläulich jetzt. Lass dich entscheiden, welche Spur wir jetzt folgen. So, hier rein jetzt, oder was? Nee. Da kommen wir her, da müssen wir zum Schluss erst hin. Wir müssen jetzt von diesen drei hier folgen. Hier, oder was? Ja, welche auch immer du möchtest, die grüne oder die blaue. So, das ist blau, glaube ich, jetzt, okay. Wo ich bin. Oh mein Gott, oh Gott, das ist ein Anglerfisch. Oh mein Gott. Wieso gibt es hier unten Anglerfisch? Okay, wir müssen... Oh Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, man darf nicht ins Licht von diesem Anglerfisch. Aber da ist das Werkzeug zu brauchen. Um die Schrauben reinzudrehen. Gott, das wird lustig. Würdest du bitte meine Rede? Dankeschön. Und drauf hier bitte.
würdest du noch mithelfen? So, oder was? Ich kann es gar nicht so richtig sehen. Und jetzt... Oh Gott, das ist ja... Ich hoffe, das Ding passiert irgendwie automatisch darauf. Und jetzt runter. Das ist echt nicht so leicht einzuschätzen. Okay, es geht automatisch ein bisschen. Oh. Und jetzt... So, und jetzt? Festdrehen. Ja, wie rum ist das denn? Okay, noch ist andersrum anscheinend. Ja. Einfach den Fisch ignorieren. Aha. Okay, auf zum nächsten. Ah. Ja, gut Appetit, ne? Ja. Daneben. Wenn es einmal jetzt auf die Höhe gebracht ist, ist es schon leichter. Oh. Ja. Wo hat er das denn jetzt verloren? Sehr schön. Ja, mit dem Uhrzeigersinn. Wie gerät die da immer rein? Weiß ich nicht. Als wenn das Ding die anzieht. Keine Ahnung. Wo bin ich denn jetzt? Ach, da. Du hast mich nicht zum Fressen gern. So. Schwein gehabt. Oh. Jetzt wird gerade gefixt. Ah. Hier ran. Hallo? Ach, geht doch. Na dann. Ist mir egal. Okay. Hat er vor mir einfach aufgehört zu fressen? Ist noch. Na, da fließt die nächste Suppe. Geil. Nur raus hier. Gott. Ich hasse tiefes Gewässer. Abgrundtief. Andere Richtung. Ja. Ich habe nichts dagegen, wenn man das, wenn man den Grund sieht oder so, aber alles darüber, ich krieg da einfach panische Angst. Mhm. Ich muss den Grund sehen. Wieder Schäbel, Schalter, Schalter, Hebele, keine Ahnung. Schalter, Hebel. Oh, zack. Gut. Oh, oh, okay. Das ist wahrscheinlich einfach nur Schwimmen. Schwimmpassage. Watch the edges. Oh Gott. Ah. Oh. Ja, okay. Du schaffst es natürlich durch. Frag mich nicht, wie ich das gemacht habe. Oh, keine Ahnung, so. Okay. Hä? Was? Wieso das denn jetzt? Das raff ich jetzt irgendwie. Jetzt hast du Probleme. Allein die zu berühren ist schon tödlich. Oh. Ah ja, okay. Und dadurch, dass es so dunkel wird, verliert man die okay. Orientierung, wo das wirklich ist. Gut. Na dann. Kommt man hier raus?
Ach, da hinten, okay. Ah, lol, ich schwimme gerade auf dem Rücken, ne? Geil. Sehr schön, ne? Aber ich würde dann gerne hier. Auch wenn du schon so weit gekommen bist. ich komme mal zurück, ist kein Problem. Du hattest, genau, du hattest anmoderiert. Ja. Wie gesagt, Zeit verrinnt, ne? Das war's nämlich schon wieder mit der Folge. Unwahrscheinlich schnell vorbeigegangen, wie ich finde. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal genau an dieser Stelle wieder. Wir hoffen wie immer, dass es euch Spaß gemacht hat, zuzusehen. Und ja, Infos wie immer in der Videobeschreibung, auch den Link zu Iskis Kanal. Schaut sehr gern bei ihm vorbei. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt It Takes Two. Ciao. Cheerio.